Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir präsentieren euch und Ihnen einen Podcast, unser neues Format zur Wahl des Oberbürgermeisters in Weimar am 26. Mai. Wir, das sind die Lokalredaktion Weimar der Thüringer Allgemeine und Thüringischen Landeszeitung. Ich bin Susanne Seide und leite das Team. Dieses Mal begrüßen wir André Stöhr, Kandidat der SPD für die OB-Wahl. Ja, Herr Stöhr. Ich bemerke immer wieder, dass Sie doch viele Menschen mit der Aussage verstören, dass von den 750.000 Übernachtungen im Jahr die meisten nicht auf das Konto von Kulturreisenden gehen, sondern eben auf die Besuche von Verwandten. Können Sie uns erklären, wie Sie auf diese These gekommen sind? Verstören will ich natürlich niemanden. Und es sind auch nicht nur Verwandtenbesuche, sondern auch Geschäftsreisenden. Das ergibt sich aus Erhebungen, statistischen Erhebungen und auch aus einer Untersuchung, die heißt Wirtschaftsfaktor Tourismus für Thüringen, und die hat allgemein ergeben, dass der Anteil der Reisenden, die des Urlaubs wegen kommen, eigentlich viel kleiner ist, als wir das vermuten. Das ist aber nicht schlimm. Am Ende, wirtschaftlich gesehen, ist es ja nicht wichtig, warum die Menschen kommen. Wichtig ist, dass sie kommen. Was wir verstehen müssen, was sind die Gründe, damit wir sie beeinflussen können? Und wenn wir wissen, es kommen viele Menschen, weil sie zu Meetings und zu Tagungen kommen, dann haben wir doch einen Ansatz, die Zahl der Reisenden zu erhöhen. Eins kann ich versprechen, wer in Weimar einmal war, der kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder, weil einfach die meisten geflasht sind von unserer schönen Stadt. Ja, Sie sind ja nicht wiedergekommen, sondern nach Weimar gekommen mit Ihrer Familie. Was mögen Sie mir oder uns über Ihre Familie erzählen? Oh, das ist natürlich ein sensibler Bereich, die Familie. Ich kann zumindest sagen, dass ich mich jetzt traue zu kandidieren, weil die Kinder größer sind. Wir haben 4 Kinder, die sind jetzt entweder schon erwachsen oder große Teenager. Wir kamen damals als junge Familie aus Jena nach Weimar, weil es hier einfach günstiger zu wohnen war, das gab es damals vor 17 Jahren noch, und weil wir uns in Weimar auch wohler gefühlt haben. Hier sind die Wege kurz, hier sind die Angebote gerade für Familien großartig, und wir haben es auch tatsächlich nicht bereut. Und ich glaube, unsere Kinder hatten eine schöne Kindheit, sie erinnern sich gerne an Weimar, und trotzdem ist Weimar klein genug, dass sie erstmal in die Welt hinaus wollen. Das ist auch schön, wichtig ist, dass sie ein paar davon wiederkommen. Ja, haben Sie einen persönlichen Lieblingsplatz in der Stadt? Oh, einige. Also das größte Geschenk für mich als Weimarer ist der Park. Der ist ganz wunderbar. Und ich habe für einige Jahreszeiten und einige Gelegenheiten Lieblingsplätze. Also das Café ACC, draußen sitzen im Herbst, wenn es bunt ist und noch nicht zu kalt, und über den Burgplatz zu schauen, ist ein Traum. Der soll ja nun auch ein bisschen verkehrsberuhigter werden, mal sehen. Ja, was denken Sie, was die Weimarer im Moment am meisten bewegt? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil in der Kommunalpolitik die Probleme immer vor der eigenen Haustür liegen. Also es bewegt mich, das, was mich persönlich stört. Was im Wahlkampf auffallend ist, dass sehr viele bundespolitische Themen kommen. Und wenn ich nachfrage im Gespräch, na, was ist denn in Weimar, was treibt sie denn um? Viele Menschen haben da gar nicht so die klare Antwort. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das heißt ja erstmal, dass hier vor Ort immer noch vieles funktioniert. Was spürbar ist und was aus meiner Sicht das zentrale Thema für das Leben in der Stadt ist, ist Wohnraum, sind Mietpreise. Das ist das, was die Menschen tatsächlich beschäftigt, weil es inzwischen uns alle betrifft.
Entweder die, die eine Wohnung haben und umziehen wollen, wie wir zum Beispiel, wo jetzt die Kinder aus dem Haus sind und wir feststellen müssen, dass eine kleinere Wohnung viel teurer wäre. Aber auch die Menschen, die nach Weimar kommen wollen und keine Wohnung finden, die sie bezahlen können. Also das ist für mich auch das, was wir unbedingt ganz dringend anpacken müssen als Problem. Das wird statt Verwaltung, statt Politik isoliert nicht lösen können. Aber sie muss zumindest bereit sein, die ersten richtigen Schritte einzuleiten. Und ein ganz großer Schlüssel für diese Frage Wohnraum ist unsere kommunale Wohnungsgesellschaft. Die hat 20% der Wohnungen unter sich. Und das große Problem der Vergangenheit ist, dass sie die Preise in die falsche Richtung bewegt hat. Und wir müssen sie jetzt benutzen, die Wohnstätte, um entgegengesetzte Preissignale zu geben. Und meine tiefe Überzeugung ist, es fehlt uns gar nicht so sehr an Wohnraum, den wir durch Neubau schaffen müssen, sondern wir haben ein großes Problem, den richtigen Wohnraum in der richtigen Lebensphase bereitstellen zu können. Das heißt, Umzüge möglich zu machen, da wo sie gewünscht sind. Ich habe jetzt nicht die ganz fertige Lösung, aber ich kann mir zum Beispiel eine auch bürgerschaftlich mitgetragene Wohnungsagentur vorstellen, in der sich sowohl Stadtgesellschaft als auch Stadtverwaltung, übrigens auch Maklerinnen und Makler, zusammensetzen und überlegen, wie schaffen wir es denn, Menschen zu ermöglichen, eine Wohnung neu zu finden, wenn sich ihre Lebensphase geändert hat. Es geht nicht darum, irgendjemanden rauszusetzen, weil wir sagen, dass die Wohnung zu groß ist. Es geht darum, dass viele Menschen, wenn die Kinder groß sind, wenn wir älter geworden sind, nicht mehr 5 Zimmer brauchen wollen. Und dann genauso wie wir jetzt, meine Frau und ich, jetzt vor dem Problem stehen, dass ein Umzug viel zu teuer wäre und wir deswegen in einer relativ großen Wohnung sitzen, obwohl wir sie gar nicht mehr brauchen, auch nicht mehr wollen. Es wird ja auch immer viel darüber diskutiert, das Gute und das Schöne in Weimar, wie wird das finanziert? Es gibt ja auch den Ansatz, zum Beispiel neue Gewerbegebiete auszuweisen. Was halten Sie davon? Wir konnten die letzten Jahre, wie viele Kommunen, so tun, als wenn unsere Finanzen als Stadt in Ordnung sind. Da ist natürlich viel reingebucht, was wir für die Zukunft so entweder nicht mehr erwarten können oder nicht mehr erwarten sollten. Wir hatten in den Podien sehr häufig das Thema der Stadtwerke, die bei ihren Preisen gewinnorientiert arbeiten. Denn natürlich kommt ein Teil dieser Gewinne im Stadthaushalt an. Wenn wir dort Preise senken wollten, heißt das auch weniger Einnahmen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wo bekommen wir denn mehr Einnahmen her? Steuererhebungen sind immer das Schlechtmöglichste. Das Beste ist, wenn ich zusätzliche Einnahmequellen erschließen kann. Und da ist Gewerbe, da ist eine Industrieansiedlung, ein Punkt, an dem wir nicht vorbeikommen können und nicht vorbeikommen sollten. Die spannende Frage ist, die wir gemeinsam beantworten können und müssen, was wollen wir an großer Produktion haben? Und da schiele ich so ein bisschen nach Jena, da habe ich ja vorher gewohnt bis 2007, und sage, es ist eine verpasste Chance, dass ein Unternehmen wie Zeiss, wenn der Platz in Jena zu klein geworden ist, was er inzwischen ist, nach Iserstedt geht, statt nach Weimar kommt. Wäre übrigens auch eine schöne Vollendung der Geschichte. Ich bin der Meinung, wir brauchen große Gewerbeflächen. Das kann auch sein, dass unsere Stadtgrenzen da nicht reichen. Da dürfen wir nicht eitel sein. Wir brauchen diese guten Beschäftigungsverhältnisse. Aber wir brauchen auch die Gewerbesteuereinnahmen. Und notfalls, wenn wir sagen, wir finden den Platz nicht in unserer Stadt, sondern in Nachbargemeinden, müssen wir über Formen der Kooperation nachdenken. Und auch das Thema, das Stadtgebiet zu vergrößern, wird für die Zukunft wieder ein Thema sein müssen. Wir müssen halt die hübsche Braut sein, die man heiraten möchte und nicht der Böse, der kommt und versucht, jemanden einzusaugen, um sein Geld wegzunehmen. Und das ist auch ein Thema, was uns mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren des Stadtrates und in den nächsten 6 Jahren des Oberbürgermeisters wieder begegnet und eigentlich ziemlich früh auf den Tisch gelegt werden muss. Dann komme ich doch nochmal zurück zum Wohnen. Ein Thema, was uns wahrscheinlich auch noch über Jahre beschäftigen wird, ist ja das Baugebiet im Merketal. Wie stehen Sie zu dem? Naja, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich sehe die Lösung
des Wohnungsproblems in Weimar, nicht im Neubau, wenn Sie am Ende 15, 16, 17 Euro netto kalt aufrufen müssen, werden Sie es gar nicht vermarkten können. Ich sehe die Bedenken der Anwohner, die sagen, das ist eine Belüftungsachse für Weimar. Gerade mit Blick auf den Klimawandel müssen wir solche Aspekte ernst nehmen. Die Stadt sagt immer noch, na, das Klimagutachten kommt noch. Wir können es relativ gut vorhersehen, dass eine Bebauung dort zu Problemen im Stadtgebiet führen wird, wenn es um Luftzufuhr geht, wenn es um Klimatisierung geht. Dafür, dass es eigentlich keine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bringen wird, dann sollte man es auch nicht tun. Also da sind Sie eher dagegen? Ich bin ja auch, da muss ich fairnessweise sagen, dass meine Partei, die SPD, dafür ist. Also ich nehme jetzt hier eine, sagen wir mal, eine vorsichtig relativierende Haltung zu meiner eigenen Partei ein. Wir werden aber auch über solche Sachen reden müssen, zumal der Planungsprozess, der läuft ja noch. Wir müssen aber auch diese Klimabedenken ernst nehmen und können nicht immer sagen, ja, das ist so ein Getue. Ich bleibe dabei, wir lösen durch eine Bebauung dort nicht unser Wohnungsproblem, sondern wir schaffen nur mehr Fläche, aber es mangelt uns nicht an Wohnfläche. Wir haben ein Verteilungsproblem. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Ansichten, was die Ostumfahrung betrifft. Da habe ich von Ihnen, ich persönlich, noch nichts gehört, aber wie ist da Ihr Stand der Dinge? Wie würden Sie da weiter mitverfahren? Na, ich kann nicht jetzt wie alle anderen darauf zurückziehen, es gäbe ja eine Beschlusslage, und zwar ist es ein zustimmender Verhinderungsbeschluss des Stadtrates, schon vor Ewigkeiten gefasst, der eine Variante vorschlägt, die eigentlich nicht gebaut wird. Und wir haben eine Bundesstraße, über die der Bund die Hoheit hat, und ich könnte es mir bequem machen und sagen, da können wir sowieso nichts machen. Das ist aber falsch. Wir müssen mit Blick auf die Stadtentwicklung, auf die Frage, wohin entwickeln wir bestimmte Richtungen der Stadt, auch die Entscheidung immer wieder neu bewerten, was machen wir mit Verkehr? Und wenn am Kirschbachtal ein Wohngebiet entsteht, das es vor 7, 8 Jahren nicht gab, dann müssen wir zumindest die Frage auf den Tisch zurückholen. Was machen wir mit dem Verkehr? Das kann sein, dass wir trotzdem zu dem Ergebnis kommen, eigentlich brauchen wir es nicht. Wir dürfen aber nicht so tun, dass wir vor 10 Jahren eine Entscheidung getroffen haben, wir wollen es nicht. Dass die für die Zukunft immer heißt, wir brauchen das nicht. Auch eine Westtangente hätte es wahrscheinlich vor 25 Jahren nicht gebraucht, wenn sie die Mehrheit der Menschen gefragt hätten. Wir sind heute dankbar drüber. Ich kann Ihnen leider keine klare Schwarz-Weiß geben. Aber ich halte es für wichtig, dieses Thema nicht einfach zur Seite zu schieben, weil es uns unangenehm ist, uns die Frage zu stellen. Und es gibt sehr gut dargelegte Gründe, warum wir es in der Zukunft brauchen könnten. Und wenn alle über Mobilität und neue Verkehrskonzepte reden und die Innenstadt möglichst verkehrsarm machen, dann können wir uns den Blick vor einer Umfahrung, die Wohngebietsverkehr aufgreift, die Lastverkehr aufgreift, Paketzentrum, Umlagezentrum von DHL, was da entstehen soll, wir können dann nicht so tun, als gibt es diese Fakten nicht. Ich werbe dafür, diese Frage immer wieder bewusst zu stellen, weil es hängt an der Stadt, dem Bund das Signal zu geben, bau oder bau nicht. Aber da baut ja dann auch der Bund nicht morgen oder übermorgen. Ich denke, das würde am Ende noch genauso viel länger dauern, wie es jetzt schon läuft, der ganze Prozess. Ne? Das, ja, klar, das, Planungsprozesse sind jetzt nicht die ganz schnellen in Deutschland. Und wir ärgern uns ja im Moment an vielen Stellen darüber, dass Planungen immer über Jahrzehnte dauern. Aber auch das Argument, dass wir jetzt über eine Infrastruktur, die erst in 10 Jahren da sein wird, entscheiden. Das beeindruckt mich nur bedingt. 10 Jahre, wenn man in meinem Lebensalter ist, da hat man schon einige Jahrzehnte gehabt. Das ist nicht so viel. Und wenn wir uns 2014 zurückerinnern, das war die Welt nicht im großen Jahr, aber im kleinen, städtischen nicht so wahnsinnig viel anders. Und da gab es auch schon Autos. Und die Erwartung, dass es in 10 Jahren keine mehr geben wird und dass unser Individualverkehr durch ÖPNV abgelöst wird, die halte ich für naiv. Was denken Sie denn, wir haben schon viele Themen angesprochen, wo es jetzt noch eine Lösung endlich mal bräuchte für Weimar? Oh je, wir brauchen in vielen Dingen Lösungen. Ich möchte aber ehrlicherweise sagen, das ist nicht immer der Oberbürgermeister, der diese Lösungen bringt und verantwortet. Der ist ja nur ein Teilglied dieser Stadtverwaltung. Und es wäre ganz schön anmaßend, wenn ich antrete zur Wahl und sage, ich bin der die Lösungen bringt, der auf den Knopf drückt. Ein Gutteil der Arbeit, den Oberbürgermeister hat, ist moderieren und vermitteln. Weil es gibt ja als eigentlichen
großes Entscheidungsgremium, den Stadtrat, und das ist auch gut so. Wir müssen uns, ob wir das wollen oder nicht, der Frage stellen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Das wird uns noch stärker betreffen als jetzt, und zwar in sehr, sehr detaillierten Fragen, nämlich was passiert bei Starkregenereignissen, wo geht das Wasser hin? Da fragen wir uns, wie halten wir es aus, wenn Sommer, Extremwetter, Hitzeereignisse haben? Brauchen wir mehr Trinkwasserbrunnen? Das sind übrigens auch von den Grünen mal gute Ideen dabei, die ich durchaus aufgreifen wollte, wenn ich es dürfte, als Oberbürgermeister. Verschattungen ist ein großes Thema. Also diese Fragen, was der Klimawandel, ob wir den leiden können oder nicht, mit unserer Stadt macht, die müssen wir uns stellen. Wir müssen darauf achten, wie schaffen wir es als eine Stadtgesellschaft, uns bewusst zu bleiben. Das heißt, wo habe ich die Räume, wo Menschen Gemeinschaft leben können? Wir haben ein großes Glück, und das ist eine total vielfältige Sportvereinslandschaft. Und das können wir nicht genug wertschätzen, weil in Sportvereinen ganz viel Gesellschaft passiert, ganz viele Menschen sich treffen. Das heißt, die Sportstätten in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten, ist immer auch eine gesellschaftlich sinnvolle Zielsetzung. Wir brauchen aber auch außerhalb vom Sport öffentlich zugängliche Orte, wo Menschen sich treffen können. Und das fängt bei der Elternversammlung der Grundschule an, wenn sich die Eltern treffen, weil Kneipiers mögen das immer nicht mehr so, die konsumieren zu wenig. Und das geht bis hin zu Ortsteilzentren. Wir haben das Glück, in Weimar-West mehr Generationshaus zu haben. Wir haben es in Schöndorf auch. In Weimar-Nord zum Beispiel fehlt sowas. Das muss uns wichtig sein. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, zusammenzukommen. Das gilt übrigens auch für den südlichen Teil von Weimar. Das mag zwar alles ganz nett dort aussehen, aber wir haben keine Räume, wo man sich einfach mal begegnet, ohne dass es immer mit Konsum zusammenhängt. Und viele gemeinorientierte Tätigkeiten finden außerhalb von Kneipen statt. Ja, das ist wirklich ein Problem, denke ich auch. Aber bei den Sportstätten sehe ich uns eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also da sah das vor 10, 15 Jahren so aus. Da hatte der Landkreis Weimar überholt, aber die Zeiten sind aus meiner Sicht längst vorbei. Das ist auch gut und richtig, und es war auch gut, dass wir da rein investiert haben. Aber auf dem Lindenberg zum Beispiel, der Kunstrasenplatz, der ist so strapaziert worden, weil er für viele Vereine dienen muss, da müssen wir wieder ran. Und das Weimaria-Stadion, das ist ja eine Umsetzung. Das ist aber auch richtig so. Und das wird uns Geld kosten, auch in Zukunft. Und das Geld wird woanders fehlen. Wir werden immer Entscheidungen, die wir zugunsten einer Investition treffen, zulasten anderer treffen. Das müssen wir aushalten, das müssen wir moderieren, und wir müssen davon gemeinsam überzeugt sein. Aber aus der Erfahrung des bisherigen Stadtratsarbeit, zum Glück funktioniert in so einer Kommune auch noch ein vernünftiges, sachorientiertes Miteinander. Das ist ein gutes Stichwort. Wie empfinden Sie denn so die Stimmung jetzt im Wahlkampf, auch was so die Mitbewerber betrifft? Wie sehen Sie das? Ach, wir haben uns, glaube ich, gut als Quartett zusammengefunden inzwischen. Ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, was ich dann ab Juli ohne die drei anderen mache, wenn ich dann hoffentlich im Amt bin, und vielleicht machen wir ja eine Doppelkopfrunde. Spaß beiseite. Ich bin froh, dass wir es schaffen, wenn wir uns begegnen, miteinander vertrauensvoll und fair umzugehen, dass wir in Weimar das Glück haben, dass wir vier Kandidaten, leider nur Männer, da können wir aber als Männer nichts dafür, ne? Wenn wir uns begegnen, dass wir alle lösungsorientiert miteinander reden, dass wir alle auf demokratischer Grundlage operieren und deswegen auch einen sachorientierten Wahlkampf gegeneinander natürlich, aber auch im Gespräch miteinander führen können. Teilen Sie denn auch die Auffassung, das Ergebnis der Kommunalwahl ist natürlich für Sie alle persönlich wichtig, es ist wichtig, wie der Stadtrat künftig besetzt sein wird, aber muss nicht gerade Weimar, dieses weltoffene Weimar, eher mit Sorge auf die Landtagswahl gucken, wo vielleicht dann doch mit neuen Mehrheiten gerade dann auch Sachen der Kürzung zum Opfer fallen, die Weimar wichtig sind, Soziokultur und viele andere Dinge? Ein, äh, der,
Das macht mich immer ein bisschen betroffen, deswegen zögere ich jetzt kurz, weil ich tatsächlich mir große Sorgen mache und etwas bei mir da auch passiert ist in den vergangenen, sagen wir mal, 2 Jahren. Ich hatte immer gedacht, ich werde hier alt. Ich kann das heute nicht mehr sicher sagen, weil ich selber persönlich nicht weiß, wie gehe ich damit um, wenn sich hier diese sich abzeichnenden instabilen Verhältnisse verstetigen oder wenn sich hier von welcher der beiden Seiten, links, rechts, auch immer extremistische Tendenzen tatsächlich breit durchsetzen. Da habe ich ernsthaft Angst davor. Und nicht nur, weil uns das bei Dingen, die wir gerne finanziert bekommen würden, wehtun würde, sondern weil das ein Klima schaffen würde, das viele Menschen hier wirklich wegtreibt. Es ist heute schon so, dass es nicht mehr so einfach ist, Menschen hierher zu bekommen, weil die lesen auch Nachrichten. Aber wenn es losgeht, dass hier die Menschen wegziehen, weil sie sagen, das tue ich mir nicht an, das verlieren wir Dinge, die wir nie wieder bekommen. Deswegen jeder Mensch, der Empathie besitzt und der für seine Mitmenschen fühlt, sorgen Sie dafür, dass wir hier weiter in einem demokratischen System, in einem republikanischen Ethos leben können. Denn das ist etwas, was mir ein bisschen zu kurz kommt bei der Debatte. Nicht nur unsere Demokratie ist in Gefahr. Unsere Republik, dieses gemeinsam orientiert sein auf ein Zusammenleben, auf ein Freiheitsverständnis, das sich nicht darin erschöpft, egoistisch zu sagen, ich möchte machen, was ich will, sondern dass sich auch darin mitdenkt, ich tue nichts, was meinen Nachbarinnen, meinen Nachbarn schadet. Dass mein Freiheitsverständnis dahin geht, ich verzichte auch mal. Oder ich setze zum Beispiel meine Maske auf, wenn ich weiß, dass das andere Menschen schützt. Wir müssen auch darüber reden, dass wir dieses Ethos nicht verlieren. Denn das ist es, diese Ungleichbehandlung, dieses sich über Menschen hinwegsetzen, was mir eigentlich Angst macht. Nun wollte ich eigentlich gar nicht so mit Angst das Ganze beenden. Gibt es noch irgendwas Positives, was Sie uns auf den Weg geben möchten? Also ich lebe so unglaublich gerne in dieser Stadt, weil es mir jedes Mal, wenn ich verreist bin und zurückkomme, den Bahnhof aussteige und die Karl-August-Allee runterlaufe und mir sage, boah, haben wir es schön. Und wir können zu Recht stolz sein auf unsere Stadt, auf die Stadt der 200 Vereine. Ich sage mal, es ist die Stadt, wo man sich nicht vermeiden kann, wo es sich gar nicht lohnt, sich mit jemandem so schwer zu verstreiten, weil man sich ja doch immer wieder begegnet. Und das ist das, was hier auch so schön ist an dieser Stadt. Und ich freue mich drauf, egal wie am Ende die Wahl ausgeht, dass ich hier immer noch durch diese Stadt gehen kann und eben nicht Angst haben muss. Und dass ich auch viele Freunde habe, die sagen, hier halte ich es aus. Die würden 20 Kilometer weiter gar nicht mehr wohnen wollen, hier halte ich es aus. Also diese Oase in einer stürmischen Umgebung, oh, das haben wir uns schön gemacht und wir sollten daran arbeiten, dass es so bleibt. Danke für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.